Und herzlich willkommen zurück, euer G-Man Crazy ist wieder am Start, ihr verrückten Vögel, wir sind wieder im Dungeon Boss. Heute gibt es wieder ein paar wunderschöne Angebote, man könnte sich 10 heroische Kommandos für nur 26,99 holen. Ist eigentlich sehr schön und so, aber ich brauche es nicht. Wir gucken mal nach, was hier alles so unterwegs ist. Wir müssten eigentlich eine Gildenprämie erhalten haben. Ach ja, die habe ich heute ja schon eingelöscht. Die sehen wir nicht mehr. Ja, wir sind, gildenmäßig sind wir immer noch am, ja, schön drin im Schwarz-Rot-Gold. Und so hat sich da nichts geändert. Ich habe auch eigentlich alle 210 Kronen geholt. Deswegen müssten wir heute noch 2 Gildenaufgaben haben. Yep. Irgendwas stimmt gestern da nämlich nicht bei den, bei der Auszahlung. Aber mal davon abgesehen. Wir müssen 3 Raids machen mit einem Feuerhelden und 20 Runenmeister besiegen. Ach, das machen wir doch mit links, oder Leute? Das machen wir mit links. Wir gehen natürlich erst dafür in meine Dungeon. Um jetzt in meiner Dungeon, ich sehe gerade, wir haben hier einen kleinen... Ach du heilige Scheiße. Einen kleinen weißen Fleck da hinten. Hallo. Hallo. Warte mal, wenn ich mich hier hinsetze... Ja, ist er weg? Oh! Okay, so geht es natürlich aus. Wir haben unsere Gildentruhe, die wackelte ich schon herum wie ein Wahnsinniger. Dieser Fleck ist ein Lichtschein, der was zu viel ist. Aber mal davon abgesehen. Wir können die Kiste öffnen, wir bekommen 150.000 Gold. Können die Verstärkung, eigentlich können wir die auskloppen, was wir haben. Ich habe mittlerweile meine über 20.000 kleinen Hämmerchen alle verbraucht. Ist ein Wahnsinn. Aber wir müssen noch ein paar Raids machen, Leute. Wir müssen noch ein paar Raids machen, weil ohne Raids wird hier gar nichts gespielt. Wir brauchen nämlich einen Raid und müssen einen Feuerhelden mitnehmen. Die Frage ist nur, welchen Feuerhelden wir mitnehmen. Wir haben hier gute Gegner. Jetzt müssen wir natürlich erstmal unsere dazugehörigen... Hallo? Sessel? Sessel? Beruhig dich! Der Sessel wird ein bisschen mitgechromt. Das sollte eigentlich nicht so sein. Das ist ein bisschen zu hart eingestellt, glaube ich. Ich sollte mich vielleicht hier hinstellen. Da ist kein Sessel mehr zum Sehen. So, nun denn mal davon abgesehen, wir brauchen einen Feuerhelden. Das heißt, einer kommt raus und einer kommt rein. Und wer da reinkommt, ist erst einmal... Zwei kommen raus überhaupt. Astrid und Flämmchen. Wir machen das nämlich das gleiche System, wie der Gegner macht. Zwei Feuerhelden und zwei Violette. Also zwei Unlichthelden quasi. Oder, ja, Unlichthelden. Ich wüsste keine andere Aussage dafür. Nun denn, wir müssen natürlich ein bisschen warten, das überspringen wir. So, nun denn, wir sind in der Runde. Und Shade greift uns als erstes an, weil ja bei den Raiders ja üblich ist, dass der Angegriffene angreift. Ja, es ist leider üblich. Klingt komisch, ist aber so üblich. Wir müssen einen komischen Corsair kaputt machen, weil der nervt. Er ist zu stark, wenn er hochgelevelt ist. Natürlich müssen wir als nächstes eigentlich Shade kaputt machen. Ich hoffe, das schaffen wir auch. Verstummen ist er leider immun. Ich hätte ihn verbrennen lieber sollen. Jetzt haben wir den blöden Kackspot. Könnten wir aber, muss aber nicht sein, dass das nicht ausreicht. Wir haben jetzt eigentlich nochmal Pontifex. Und einmal müsste... Ungültiges Ziel. Okay, wir haben Shade und Astrid weg. Jetzt haben wir eigentlich nur noch einmal Shade und einmal Supernova als Gegner. Könnte leicht sein, könnte. Man weiß es nicht, man sieht es erst. Ach, mein Stuhl. Muss der mitgechromt werden und vor allem das Licht. Ich glaube, das hinten muss ich kurz ausschalten. Ich bin gleich wieder da. So, Leute, ich bin wieder da. Und wir haben das Licht weg. Ja, wir haben es weg. Der Sessel ist immer noch da. Das sollte ich bei der nächsten Aufnahme nochmal kurz richtig einstellen. Es liegt auch an den Lichtverhältnissen. Tagsüber ist hier ein bisschen heller im Zimmer. Auch mit den Softboxen, obwohl die ganzen Vorhänge zu sind. Aber mal davon abgesehen, wir müssen Supernova kaputt machen. Der andere ist vollständig... entwickelt, das ist sehr gut. Das heißt, als nächstes ist ja wieder irgendeine Person. Entweder Corsair, ich hoffe nicht, dass es Corsair ist. Ich hätte lieber Astrid als Gegner. Oder Supernova. Obwohl, wenn er Supernova nimmt als Gegner, das könnte lang dauern wieder. So, Astrid bekommt ein bisschen was. Ach, das war nicht Astrid. Unser Flämmchen bekommt wieder was zum Fressen.
Oh ja. Yeah. So, Shade, was machst du denn? Wir greifen uns gerade selber an. Ist natürlich cool. So, unter Kontrolle. Wen nimmt er? Oh, nee, nicht den da. Nicht den da. Das schmerzt jetzt ein bisschen. Aua. Er schmerzt nämlich sehr. Der ist nämlich ein bisschen stark, dieser Gegner. Ein bisschen. Er ist Gott sei Dank auch sehr anfällig gegen Magie. Aber, wie schon gesagt, er ist ein richtig starkes Brumm-Monstrum. Wir müssen ihn jetzt ein bisschen kaputt schlagen, unseren Shade. Oder ein bisschen den Shade des Feindes. Weil er hat schon Astrid weggekloppt. Komm schon, mach kaputt! Ich muss er denn eben ausweichen? Fluch der Vergangenheit ist jetzt eigentlich einer der blödsten Attacken, die ich mich jetzt treffen kann. Ich hoffe kein Crit. Ach man, jetzt macht er einen Crit auch noch. Willst du mich verarschen? So, jetzt reicht's mir. Stirb. Was du kannst, kann ich auch schon lange. Und jetzt kriegst du dir eine eigene Packung, Frissi. Zwei Shades in einer Packung. Huhu. So, wir haben die erste Runde gewonnen. Wir müssen, glaube ich, dreimal gewinnen. Das könnte jetzt ein bisschen dauern. Wir sehen uns gleich im nächsten Kampf wieder. So Leute, willkommen in der nächsten Runde, besser gesagt in der zweiten Runde. Wir haben hier Flampion als Gegner, wir haben Masuda Kira als Gegner, wir haben Zen als Gegner. Zenon hat uns gerade angegriffen, Gott sei Dank sind wir abgeschirmt in der ersten Runde, da wir ein komplettes... Nein, weil da wir Shade unten noch einen zweiten violetten Helden mit haben. Und Masuda Kira mit einer Wunderwaffe, der ist jetzt außer Gefecht, das heißt, der bringt uns keine Gefahr mehr. Unser Knockrock hingegen schon, deswegen verstummen wir ihn kurz einmal. Der könnte nämlich noch nerven. Astrid frisst ein bisschen. Hm, hält es aber gut aus. Ja, das ist ein bisschen zu viel, weil Corsair ist auch... Also, ich meine, Knockrock ist sehr stark. Vor allem, weil er ein Wasserheld ist und gegen Feuerhelden... Uiuiui. Das brutzelt. Zen wird überleben, weil er ja wieder ein Schild hat. Jetzt hat er schon wieder ein Schild. Das übernehme ich mir jetzt aber. Jetzt kann er mich mal mit seinem Schild. Und jetzt brennen nieder. Also ich glaube, Flämmchen wird da schon regeln, würde ich mal sagen. 1, 2, 3, weg ist er. Und voilà, wir haben die zweite Runde gewonnen. Nur mit 2 Sternen zwar, weil wir einen Helm verloren haben, aber... Geregelt ist geregelt. Und wir sehen uns gleich in der dritten Runde. Und dann gehen wir Runenkrieger metzeln. Oh yeah. So, voilà, wir sind im dritten Anmarsch. Im dritten Anmarsch des Matches, ich musste kurz schlucken, gegen Donuts 7. Wir haben dieses Mal Indigo mit, statt Astrid, also der Schild mit Astrid. Flämmchen haben wir wie gehabt drin und Shade auch. Wir haben jetzt Masuda Kira ein bisschen hochgepusht am Meer, auf Level 69. Der interessiert mich jetzt am meisten. Das ist der gefährlichste Gegner jetzt überhaupt und könnte uns theoretisch den ganzen Sieg kosten. Wir könnten theoretisch sogar diese Runde verlieren, wenn jetzt er ausweicht. Unser Masuda Kira. Ich hoffe es natürlich nicht. Ich hoffe natürlich, dass das nicht passiert. Indigo wird fallen. Kann das sein? Aua. 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 Ja, jetzt ist das passiert, was nicht passieren sollte. Jetzt kriegen wir noch einen Frausthieb und wir sind down. Also, wir haben verloren. So schnell kann es gehen. Ich weiß gar nicht, warum ich hätte so gerne eine Überspringtaste. Spätestens jetzt sind wir tot. Masuda Kiras Zähigkeit, Dreifachschaden gegen Undote, wenn man nicht abgeschirmt ist. Ja, ja, so schnell kann's gehen. So schnell kann's gehen. Masuda Kira mit Wunderwaffe, hochgepusht mit einem Haufen Runen. Und du bist im Arsch. Wir sehen uns gleich noch einmal. So, voilà, wir sind wieder da. Wir haben jetzt ein bisschen leichteren Gegner, würde ich mal sagen. Wir haben Flämmchen, könnte unser Flämmchen ausschalten, wird, hat er auch gemacht. Ist ein bisschen böse, aber ist halb so schlimm. Das war eigentlich zu erwarten. So, das ist gut, wenn Pontifex flieht, erspart das mehr Kummer und Leid. Als nächstes geht's an Plingel Schlingel. Wenn ich Glück habe, ein paar Crit. Na, okay. Aber verstummt ist er trotzdem. Das heißt, Normalangriff. Sehr gut. Jetzt ein magischer Angriff. Bitte vernichte sie, Pontifex. Deines Amtes wegen. Bist du ein bisschen schwach auf der Brust heute, muss ich schon sagen. So, jetzt könnte Flämmchen verstummen. Ich hoffe nicht auf Shade.
Ja. Pontifex ist nicht schlimm, weil Pontifex ist... Ja, perfekt. Und jetzt auf Astrid. Einen Crit. Schwindelig. Und Astrid ist down. Flämmchen ist vergiftet. Wird ein bisschen schmerzen. Jetzt nächste Runde. Wow, fast 2000 Schaden fürs Vergiften. Ist schon krass. Ist schon krass, Leute. So, jetzt ist er aber weg. So schnell geht Flämmchen down. Flämmchen war in dem Fall der leichteste Gegner. Obwohl er mir einen Helden gekostet hat und der Rest nicht. So. Nun denn, wir müssen jetzt noch 20 Runenkrieger töten. Dann haben wir die heutige Guildenaufgabe erledigt. Falls wer fragt, wieso ich ja nicht 3 Guildenaufgaben habe, weil ich um 0 Uhr schon eine erledigt habe, da irgendwie ich 10 Kronen die Woche davor nicht gesammelt habe, was eigentlich nicht stimmt. Wie schon gesagt, Dungeon Boss ist zurzeit ein bisschen buggy. Ich kann es nicht beheben. Dungeon Boss gibt keine Kronen hinterher. Also schiebt ihr keine Kronen nachhinein, nach der Gildenaufgabe hinterher. Deswegen ist das so und ich muss das ausgleichen zwischen 0 und 7 Uhr. Irgendwas stimmt da sowieso zurzeit nicht. Das Spiel ist buggy, die Gilde ist eigentlich supi, obwohl irgendwer 10 Kronen dieses Mal nicht geholt hat. Aber mal davon abgesehen, egal. Wir spielen jetzt mal weiter. Und holen uns die 20 Runenkrieger. Und dafür gibt es eine gute Map. Und die zeige ich euch gleich. Wir müssen erstmal natürlich raus. Das dauert eigentlich viel zu lange. Ich warte immer noch so auf so einen richtigen Home-Knopf beim Raid. Der fehlt mir immer noch. Also falls Dungeon Boss das mal sieht. Oder irgendwer von Big Fish. Bitte macht so einen Home-Knopf beim Raid rein. Bitte. Das dauert viel zu lange. Ich will da nicht mal zurück zur Schatztruhe. Natürlich will ich aber meine Gildenkronen sammeln. Deswegen muss ich die erstmal bestätigen, weil sonst holt man sie die nämlich auch nicht. So, da haben wir noch ein paar Defeats-Options gehabt, da haben wir irgendwelche Denks im Besitz getötet haben. So, wenn man jetzt darauf losgeht, bekommt man einen richtigen Haufen vorgeschlagen. Nein, ich will jetzt nicht Blau Baubel haben, weil ich habe schon 4 Sterne und bis ich den auf 5 Sterne habe, da zahlt sich das gar nicht aus. Wir müssen hier entweder das Labyrinth spielen, wäre effektiv, aber viel effektiver ist Fürste Runemeister, weil dort gibt es über 20, okay, es gibt 17 Runemeister, glaube ich, in der Dungeon. Und in diese 17 Runemeister, und wir brauchen 20 zu töten. Das heißt, wir müssen die quasi zweimal spielen, oder die und jetzt noch die anderen, die Evo-Inseln. Runemeister, egal, geh mal so rein. Ich habe das noch nie so gespielt gegen die Runemeister, weil eigentlich nehme ich Sir William mit, dann noch irgendwen, Augustus und noch irgendwen. Egal, ich glaube, dann noch Jasmin Blume und da irgendwer war da noch. Ich glaube, mal Mödi war das. Das ist, glaube ich, das eines der perfekten Teams gegen Runemeister. William brauche ich zum Spotten. Und für die React-Angriffe, der ist sehr gut. Sir William. Das ist sehr, vor allem in der Challenge-Mode sehr wichtig. Aber die habe ich mit euch nicht gespielt. Wir werden irgendwann sicher mal die Boss-Modus mit euch anfangen. Aber heute spielen wir einfach nur die Gildenaufgabe. So, machen wir mal ein paar Runenkrieger down. Einer ist noch am Leben. Arschloch. Stirb. Meine Eiskönigin wird dich hier schon töten. Die Eisblume. Es gibt einen Skin für sie, der heißt die Eiskönigin, glaube ich. Wisst ihr, Walt Disney und so. Wir können jetzt hier einen Freund einsetzen, weil das sind viel zu viele Gegner und ich habe eigentlich dafür keine guten Helden mit. Deswegen wollte ich eigentlich gar nicht so rein. Aber Zwerge, hey, du bist ja 67, was ist los bei dir? Läuft doch. Zwerge, du musst unseren Platz hier mal freimachen. Na, schaffst du es? Ja, schaut sehr gut aus. Oh, dein Pontifex ist für die normale Modus schon mal richtig OP. Oh, das enttäuscht mich jetzt. Zwergi, ein Futzel Gerald hat überlebt. Ein Futzel Gerald. Ein Futzel Gerald. Diese guten alten Futzel Geralds. Obwohl der doch gar nicht so fitzlig war wie manch andere. Also fitzlig, es gibt schon welche da siehst du keinen einzigen roten Strich mehr oben auf dem Balken und der Idiot lebt immer noch. Das ist ein richtiger Fitzel Gerald. So, wir können jetzt mal die Eisblume gucken, ob sie gegen diese Pflanzenhelden irgendwas ausrichten kann. Na, so halbwegs geht's ja.
Unsere Jasminblume wird leider einfrieren. Ist aber nicht so schlimm. Weil da sie jetzt vereist sind. Och nee, schon wieder so ein Fitzgerald. Nerv nicht. Der ist weg. So, Fitzgerald stirbt. Und weg ist er. Nun denn. Wir haben noch zwei Kapitel. Oder besser zwei Abschnitte. Und dann müssen wir noch einmal. Um die Gildenaufgabe fertig zu machen. Das ist eigentlich der schnelle Weg der Gildenaufgabe. Ich hätte auch die eine Kronenaufgabe auch noch zusätzlich erledigt, weil das war ein 2x Raids Gewinn. Das habe ich zwar auch gemacht, aber hey, jetzt darf er stürmen. Ungültiges Ziel. Das ist der Buff, oder? Spotten. Okay, jemanden einen Spot aus Fähigkeit zu überreichen. Ist nicht unbedingt perfekt, ich hätte lieber einen Buff. So einen richtigen geilen Buff. Hey, deren Wassermagier kann vereist werden. Ist mal cool. Aber ist ja, wie schon gesagt, ich bin ja überlevelt. Viel zu viel überlevelt. Alle meine Helden sind mit Runen vollgestopft. Meistens gute Runen, meistens eher so schwache Runen. Es kommt immer drauf an, welche Helden ich habe gerade einsetzen. Die am wenigsten benutzt werden, haben meistens die schlechteren Helden. Runen. Stimmt aber nicht überall. So, was habe ich denn hier? Eis, Eis, Baby. Frier ein und wer zum Eiswürfel. Wir brauchen das nächstes Mal für den Cognac. So, ich... die Wunderwaffe von Jasmin Blume. Wusch. Das Gute ist, wenn sie angreift, hat jetzt jeder eine Heilung drauf. So wie bei Noob Noob. Und das hilft... Das haltet jetzt auch ein bisschen. So. Ich weiß nicht, wie viele Runden. Wir können es vielleicht sehen, weil Eis Baby ist noch aktiv. Jetzt nicht mehr. Mal gucken, wie lange es hält. So. Wunderwaffe zählt natürlich nicht mehr. Jetzt darfst du einfrieren. Noch einmal. So, hält das. Ja, zwei Runden. Ist es jetzt weg, oder? Mal gucken. Ich glaube, das ist jetzt weg. Zwei Runden hält der Buff. Gucken. Er hält automatisch. Auch wenn man nicht beschädigt ist. Jetzt gucken. Ja, zwei Runden hält er. Ist wichtig zu wissen, das wollte ich immer wissen. Und ich habe es nie nachgeguckt. Also zwei Runden hält die Wunderwaffe von Jasmin Blume. Also quasi die Heilungsphase. So, wir haben eine Runenkiste rausbekommen. Ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht. Aber wir machen das jetzt nicht mit leicht. Doch. Ach, doch. Das machen wir kurz nochmal mit leichter Beute. Obwohl, nee, ich brauche keine. Nein. Die Token brauche ich nicht. Ich bekomme auch, glaube ich, gar nicht so viel raus. Ich glaube, nur 10 für einen Token. Also 10 Ether-Punkte für einen Token, weil ich habe sie ja schon voll. Puh. Oh weh. Das ist schon Katastrophe mit mir heute. So, wir gehen jetzt noch einmal kurz in... Ja, wie schon gesagt, 17 Runemeister hat das Ding. Und wir gehen kurz in die mysteriöse Mine. Sind da genug Runentrainer drin? Ich glaube schon, 3 gehen sich da lock aus. Werden wir wohl 3 Runenkrieger haben. Und wir machen das jetzt mit Autoplay. Ist interessanter, weil erstens ist es eh Low Level. Also das ist Runen sammeln auf leichter Version. Das war Runen sammeln davor jetzt auf mittlerer Version und jetzt ist es leicht. Crazy, reiß dich zusammen. Du willst auch kommentieren und nicht alles erklären. Und vor allem nicht aufs Handy gucken. Doch, ich wollte aufs Handy gucken. Ich wollte schauen, wer mich anschreibt. Oh ja. Ich brauche mal. So, Autoplay. Perfekt, wir können natürlich diese Glitzerdinger da einsammeln. Ist meistens Gold drinnen oder Energie. Oder wenn da mal Events sind, kann sogar mal eine Token rausspringen. Oder ein paar Kürbisse quetschen. Ja, Kürbisse quetschen. Ist immer Halloween-Event. Gehen zu Weihnachten. Zu Ostern. Gab es mal zu Ostern eigentlich ein Event bei Dungeon Boss? Ich weiß das gar nicht mehr. Falls ja, gibt es wahrscheinlich Ostereier. Ja, es gab Ostereier, glaube ich. Dann kann man nachher ein Ostereier klopfen nachher. Hier gibt es nochmal so ein Glitzerdings und wir kommen nochmal Gold. Ist nicht viel, aber immerhin etwas. Ich glaube 20 oder 30.000. Ist nicht viel. Ja, für mich ist das schon lange nicht mehr viel. Oder es waren nur 10.000 oder 5.000. Ich bin mir da nicht mehr sicher. Das ist Level 45. Das ist also nicht die leichteste Evo-Insel-Abschnitt. Nö. Aber ist ja egal, wir haben unsere Gildenaufgabe damit erledigt und haben heute unseren Sold eingereicht. Und können natürlich beim nächsten Mal... Ach ja, ich habe gesehen, ich habe das Display jetzt geändert. Jetzt steht
rechts, nein, links von euch, dann Sprosse und rechts ist ein paar Untote unterwegs. Ein paar Untote! Passt ja auf, die Zombies, die greifen euch an und wenn ihr dann nicht aufpasst, wenn die euch noch fressen. Wir haben hier noch ein paar Schmettersteins in Violett. Interessieren jetzt nicht wirklich diese Zwergen. Es sind schöne Zwergen, aber die kann man ja in der eigenen Dungeon hier nie haben. Ich könnte jetzt quasi, wenn ich Shade hätte, in Besitz nehmen und sie würden nachher für mich angreifen. Das ist jetzt einer der Großen. Die müssen wir ein bisschen besser kaputt machen. Der hält ein bisschen mehr aus. Und vielleicht können wir auch noch einen Freund einsetzen. Haben wir unseren Gildenmeister, den habe ich doch irgendwo. Wo ist Legendary Pasha? Wo ist denn unser Pasha? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ist doch da, Sadais! Ach, ich glaube, der hat sogar diesen neuen Vogel drin. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ich habe viel zu viele Freunde da drin. Ist maximal, glaube ich, fast voll. Fast. Wo ist er? Jetzt mal ernst, wo ist er? Pasha, wo ist er denn? Oder habe ich ihn rausgeschmissen? Ich weiß das gar nicht. Es kann natürlich sein, dass ich ihn rausgeschmissen habe. Nein, da ist er ja mit Kose. Hätte ich fast die gar nicht wiedererkannt. Mit so einem Winteroutfit. Mit dem hässlichen Winteroutfit. Oh weh. Dieses hässliche Weihnachtsbaumgedur. Kaboom! Schlag ihn tot! Okay, hat fast gereicht. Fast. Eis-Eis-Baby machen wir nicht. Weil ein Schlag mit magisch. Und platt ist er. Es gibt einen Haufen Gold, weil, wie schon gesagt, ich glaube, das war einer der besseren. Was gibt's denn Gold? Was bekommt man denn raus? 100.000? 50.000? Goldinsel war das nämlich. Die Goldinsel. 150.000? Das ist ja gut. So, wir sehen uns in der nächsten Folge. Wieder euer GP Crazy ist raus und sagt, bleibt brav, meine verrückten Vögel. Bis zum nächsten Mal. Ja!